So, da sind wir wieder mit Nordea. Da muss selbst Kumpel Herodes lachen. Döner kann ich kochen. Kann ich euch machen, Instant-Nudeln. Mein Name ist Herodes und das ist Robin. Hallo, wir sind leider heute nur hier. Fürs Dschungelcamp hat es nicht gereicht. Wir gucken mal, was wir dem Achim heute Schönes zaubern. Dafür habt ihr 45 Minuten Zeit, übrigens ab jetzt. Kloßteig ist das, glaube ich. Oh. So, knete ich Zwiebeln rein. Quatsch, was Mutti, wenn du zuguckst, alles deine Schuld. Ja, so. Genau. Ist das, guck mal, ist das dein Plan jetzt gerade eben? Das sieht doch aus wie Kuchen, was ist dein Problem? Ach Gott. Kerze rein, fertig, ne? Und weil es so schön ist, schüttet Robin noch die Perlzwiebeln zum Kloßteig. Hilfe! Welchen Sinn verfolgst du? Also das ist vielleicht am Ende, weil das Auge ist ja mit. Warte mal, geht jetzt mal drunter. Genau. Vielleicht auch ein bisschen ansprechend ist. Und das sehe ich gerade noch nicht am Entstehen. Das heißt, die fehlt da noch irgendwas. Ja. Warten. Bisschen Konfetti oder so. Ich glaube nicht, dass alle Zutaten. Wir können auch einfach von jedem was reinmachen. Also nicht von dem Butterkäse. Da gehen wir sicher, dass auf jeden Fall das Richtige drin ist. Jetzt muss man richtig schön erstmal das wieder vermengen. Ist wichtig, dass der Apfel gut einzieht. Riecht auch langsam richtig angenehm, muss ich sagen. Brauchst du eine Form denn danach? Weiß ich nicht, aber wenn du so fragst, bestimmt. Erzähl mal was. Ja, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich jetzt auch gerade in dem Moment. Spricht da was dagegen, das mit Käse zu überbacken, damit das von oben einfach geil aussieht? Wenn du so ein bisschen Gouda über so eine Masse drüber legst, ja? Und dann streufst du so ein bisschen roten und schwarzen Pfeffer drüber, das ist der dann in den Ofen, dann wird das so richtig schön knusprig oben drauf. Es riecht ein bisschen nach Urin, wenn es aus dem Ofen kommt, aber es ist super lecker. Du kannst mir helfen, ich weiß nicht, ob es Cayenne oder Cheyenne Pfeffer ist. Auf jeden Fall nehme ich den und den hier. Es ist Cheyenne, dass es Cayenne Pfeffer ist. Okay. Gut. Du willst jetzt diese rote Variante? Du bist ein richtiger Lustigkurs mit deinen Wortspielen hier. So, ich bin einfach wirklich ein verrückter Typ, ja. Da muss selbst Kumpel Herodes lachen. So, das sieht jetzt vielleicht nicht ganz so toll aus, aber warte mal, bis es fertig ist. Das wird richtig gut schmecken und vor allem riechen. Rapunzel ist wichtig, dass man den... Ja, jetzt erklär mal, dass man den klein schneidet. Richtig. Mensch, man könnte fast meinen, du bist kaum ein bisschen Druck aufbauen. Es gibt auch Rapunzelsalat mit ganzen Rapunzeln. Ja, aber das wollen wir jetzt nicht. Ist völliger Quatsch, das ist veraltet. Was kommt an den Rapunzelsalat ran, was ein Rapunzelsalat zum Rapunzelsalat macht? Na, so eine Alte mit ganz langen Haaren vielleicht. So, darf ich so lange erklären, wie man den Dip zum Zwiebelkuchen am schnellsten hinbekommt? Ja? Ich zeig das mal, man braucht lediglich hier diese Packung. Wow, nur mit deinen Zweifeln, das schafft echt kein gutes Arbeitsklima. Ja, du, ich bin völlig verzweifelt. Wonach schmeckt denn der jetzt? Tomaten. Aber da muss auch noch was rein. Scharf. Oder Lamm. Ja. Los, Dippos, fertig, Schuss. Das ist unser perfekter Zwiebelkuchen mit Rapunzelsalat und Dip. Und Liebe. Und Liebe, naja. Robin und Herodes haben's im Griff.